Herr Lauterbach, Ihre Kollegin, Entschuldigung. Darf ich noch einen Punkt noch sagen, bevor ich den, weil das ist wichtig, Herr Altus, man hat eben einen sehr wichtigen Punkt gemacht, hat die Inzidenz angesprochen, hat gesagt, die Inzidenz alleine kann es nicht sein, weil das kommt ja auch darauf an, wie oft man testet. Da ist das weit verbreitete, irrtümliche Annehmen, dass es wird jetzt mehr mit Antigentests gearbeitet, bei asymptomatischen, daher haben wir insgesamt mehr Getestete und daher ist die Inzidenz nicht so, in Wirklichkeit nicht so hoch. Sie würde somit höher erscheinen, als sie ist. Das ist aber nicht so. Die Antigentests, die wir heute machen, die sind bei den asymptomatischen typischerweise, zeigen die gar nicht an. Das heißt, diejenigen, die mit dem Antigentest jetzt getestet werden, die wären, weil sie symptomatisch sind, sowieso, wenn es die Tests nicht gegeben hätten, am nächsten Tag oder übernächsten Tag mit dem PCR getestet worden. Ja. Daher ist die PCR-Quote nach wie vor sehr hoch. Und dann würde man erwarten, dass auch sehr viel los ist auf den Intensivstationen. Genau das sehen wir. Wir haben sogar jetzt das folgende Problem. Durch die Antigentests sind viele junge Leute, die haben das positive Testergebnis, die wissen dann, sie haben Corona, die versuchen alleine durchzukommen, die gehen gar nicht mehr zum PCR, die kommen dann gar nicht mehr in die Statistik, die kommen dann aber auf die Intensivstation und müssen dann oft schon beatmet werden, wenn sie reinkommen. Das ist also eine prekäre Situation. Es kann daher sein, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt die wahre Inzidenz eher unterschätzen und nicht überschätzen. Und wenn man da die Inzidenz bewertet, dann muss man das mitdenken, da darf man nicht den Fehlschluss machen, wir testen derzeit viel, daher sind die Zahlen in Wirklichkeit niedrig.